Moin Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute das erste Mal alleine mit Baby. Felix, er hat keine Elternzeit mehr, er ist jetzt gerade los zur Arbeit. Und ja, ich muss heute mit der Kleinen zum Kinderarzt, weil sie ja extrem viel abgenommen hatte. Und heute müssen wir zum Nachwiegen, ob es besser geworden ist. Und wenn nicht, dann sagt der Kinderarzt, sollen wir abstillen. Das möchte ich aber nicht. Und dementsprechend hoffen wir, dass die kleine Maus zugenommen hat. Ja, ich bin jetzt alleine, wie gesagt, muss mich jetzt noch kurz fertig machen. In, ja, ein bisschen weniger als einer Stunde müssen wir auch schon los. Und, ja, dann müssen wir zum Kinderarzt. So, ich habe hier im Wohnzimmer schon mal alles bereitgelegt, was die kleine Maus heute anzieht. Einmal diesen Strampler hier. Das ist im Moment fast der einzige, der passt. Dann bekommt sie ihre süße Mütze an und so eine Strickjacke von H&M. Sie ist ja in der Babyschale und deswegen braucht sie nicht so eine dicke Jacke, aber die ist auch ganz schön warm. Windeln, Feuchttücher und jetzt kommt hier noch die Wickelauflage rauf. Zack. Kleine Maus liegt nämlich hier. Da ist sie. Ist noch im Schlafanzug, ist zwar wach. Guckt ihr die ganze Zeit ihr Mobile an. Ja, aber es ist ganz gut, dass sie ruhig ist. Sie ist leider extrem erkältet. Da hoffe ich, dass der Kinderarzt gleich irgendwas für uns hat. So, hier wird jetzt gewickelt. Angezogen, die kleine Babymaus. Binde liegt auch schon bereit. Nee, Schnucki. Ja. So, die kleine Babymaus ist fertig. Ist hier gerade ganz gespannt am Rumgucken. Schaut sich alles an. So. Ja, wie gesagt, einer der einzigen Strampler, die passen. Obwohl sie schon 2 Zentimeter gewachsen ist. Ein Riesenbaby. Ja. So, die Kleine ist jetzt fertig. Ich habe auch Haare, Kämmzähne geputzt und alles und werde jetzt noch schnell die Post fertig machen, die ich mitnehmen möchte für die Post. Und dann müssen wir auch gleich schon los. Also wir haben um 11:15 den Termin, wir haben es jetzt 10:15. Also in einer halben Stunde müssen wir los. Und genau, dann sollten wir rechtzeitig da sein. Ich habe den Kinderwagen schon fertig gemacht. Ich nehme nämlich das Untergestell von unserem Jules mit. Gesundheit, mein Schatz. Und genau, dann kann ich den Cybex, unseren Kindersitz, oben raufstecken. Weil der Weg vom Parkplatz zum Kinderarzt ist ziemlich lang und ich würde ungern den schweren Cybex da die ganze Zeit tragen. Hey, Babymaut. Sie ist ganz, ganz verschnupft, die Arme. Ich bin ganz froh, dass wir gleich einen Kinderarzttermin haben. Meine Lieben, ich sitze hier gerade auf dem Parkplatz bei Hornbach. Ich habe ja gesagt, ich möchte noch, muss noch Sachen im Baumarkt kaufen. Ja, stille dabei gerade die Kleine, weil die Kleine ja Hunger hatte. Und dann wird auch mal auf dem Hornbach-Parkplatz Hagebau-Parkplatz gestillt. Gar kein Problem. Ja, wir stehen jetzt also noch kurz zu Ende und dann gehen wir kurz rein, die Sachen kaufen, die wir noch brauchen und dann
Ja, geht erstmal Richtung Heimat, aber dann noch kurz zur Post, in die Packstation gucken. Und dann muss ich noch zur Apotheke. Das habe ich gerade hier nicht geschafft, weil ich meinen Geldbeutel im Auto hatte. Weil die Kleine hat Schnupfen und soll deswegen Nasentropfen bekommen. So, meine Lieben, ich bin fertig. Ich habe fast alles bekommen, außer Schrauben und so kleine Teile für Steckdosen. Die gibt es nur in bestimmten Baumärkten. Und mein Vater hat gesagt, ich soll es mal probieren bei Hagebau, aber sie hatten die nicht. Und Schrauben waren zu teuer. Also da gibt es im anderen Baumarkt gibt es die einfach günstiger. Und dann wusste ich auch die genaue Größe. Also mein Vater hat nur gesagt, 50er, 80er und 100er, aber dann gibt es ja auch noch verschiedene Zahlen, die davor stehen. Also 5x80 zum Beispiel, 3x80. Es gibt ganz verschiedene Zahlen. Und da wusste ich jetzt nicht ganz genau, welche er wollte. Und wie gesagt, waren sie einfach auch zu teuer. Also es gibt die bei Obi zum Beispiel, gibt es die viel, viel günstiger. Beziehungsweise viel, viel mehr in einer Packung. Und genau, das heißt, entweder fahre ich nachher nochmal kurz zu Obi, aber ich denke, dass Felix die sonst einfach morgen nach der Arbeit mitbringt, weil er sowieso bei Obi vorbeifährt. Und dann kann er die ja eben mal kurz vorbeibringen oder mitbringen. Heute hat er leider Spätschicht und dementsprechend kann er leider nichts mitbringen, aber morgen dann. Wenn er eventuell frühstückt, ich weiß nicht, ob er morgen auch noch Spätschicht hat. Ja, die Kleine habe ich, wie gesagt, oder habe ich euch ja erzählt, gerade gestillt. Diese verstopfte Nase nervt sie aber so doll, dass sie einfach nicht schlafen will. Also jetzt ist sie gerade ruhig, ich hoffe, sie schläft noch ein bisschen, aber eben auch im Baumarkt muss ich sie die ganze Zeit auf dem Arm nehmen, weil sie immer, der Kopf muss immer schön oben liegen, damit ja, die Nase eben frei ist. Und dadurch ist es im Cybex jetzt total doof für sie, weil dann liegt sie so tief drinne und dann quengelt sie die ganze Zeit. Und ja, es ist ganz schön anstrengend mit Baby Sachen zu unternehmen, weil man immer einige Sachen einfach ja im Kopf haben muss, was kann passieren und man braucht einfach viel länger und da muss man erstmal ja, einen Platz organisieren für einen Kindersitz. Zum Beispiel hatte ich jetzt gar kein Kleingeld für einen Einkaufswagen. Das heißt, ich musste meinen Kinderwagen mitnehmen. Und ich bin total froh, dass ich den überhaupt dabei hatte. So, Einkaufswagen oder diese Kinderwagen ist voll. So, Feuchttücher brauchen wir auf jeden Fall noch. Ich glaube, ich probiere die hier immer aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die schon kennt. So, es gab noch das Hurra-Paket von Rossmann. Habe ich natürlich direkt abgeholt. Und sonst haben wir halt Windeln mitgenommen. Und ich habe jetzt einfach mal Pränahrung mitgenommen, weil mir das einfach zu riskant ist, falls die Kleine mal ja, was braucht am Wochenende oder so, dass wir da was da haben. So, fertig für heute. Jetzt ab nach Hause. Wir haben es Viertel vor eins. Mein Bruder kommt in einer Stunde. Das heißt, brauche ich meinen Schlüssel. Hier. Das heißt, ich habe noch eine Stunde für Mittagessen. Das ist gut. Und dann habe ich gerade noch Sachen für einen Kuchen gekauft, weil ich dann nachher noch ein Kuchen backen wollte.
Genau. Das mache ich dann auch noch nebenbei, nebenbei, was? Das mache ich, wenn ich koche. So, wenn der Auflauf im Ofen ist, den wir heute machen. Und genau. Dann haben wir heute alles gemacht, was wir machen wollten. Ich bin gleich gespannt, was in dem Hurra-Paket drin ist. Das packen wir gleich nochmal aus. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!